Hallo und herzlich willkommen auf dem SMS-Schmidt-Motorsport-YouTube-Kanal. Ihr wisst ja, dass wir im aktuellen Motorsport nicht mehr so tätig sind, aber wir haben doch noch ein kleines Projekt und zwar mit Formula Student und hier mit der Gruppe High Octane von der Uni Erlangen. Und da fertigen wir immer noch das ein oder andere Teil und stehen auch mit technischem Rat zur Seite und die wollen wir jetzt mal besuchen. Servus, ich bin Aaron von dem Formula Student Team High Octane Motorsports. Formula Student, das ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, wo studentische Teams aus der ganzen Welt versuchen, den schnellsten, leichtesten, leistungsfähigsten Rennwagen-Prototypen zu bauen, den sie eben können. Und heute sind wir hier in der Werkstatt von unserem Formula Student Team. Und warum wir jetzt hier gerade auf dem YouTube-Kanal von SMS sind, ist, dass SMS uns unter anderem mit Flügelkernprofilen für unsere Aerodynamik sponsort. Und die, mit der Hilfe von solchen Sponsoren, mit Firmen, können wir eben erst so einen Rennwagen verwirklichen, weil uns selbst eben einfach die Mittel dazu fehlen würden. Also hier seht ihr den VMAX MÜ, das ist der Rennwagen von unserer letzten Saison. Wir bauen jedes Jahr einen Rennwagen und zurzeit sind wir eben in der Konstruktionsphase von unserem nächsten Auto, also dem VMAX NÜ. Das geht bei uns nach dem griechischen Alphabet durch. Und zurzeit sind wir eben in der Konstruktionsphase, das heißt, wir überlegen uns, was hat letztes Jahr geklappt, was hat letztes Jahr nicht geklappt, was können wir verbessern. Und dementsprechend gehen wir jetzt an ein komplett neues Auto heran, schauen, was wir von letztem Jahr übernehmen können und arbeiten neue Konzepte aus, die wir dann eben dann später auch fertigen müssen. Also hier handelt es sich eben um den Rennwagen von der letzten Saison und der besteht im Endeffekt aus mehreren verschiedenen Baugruppen, was wir dann in Teilteams teilen. Also wir haben hier zum Beispiel einmal die Aerodynamik, wo jetzt zurzeit nur der Frontflügel dran ist. Dann haben wir einmal das Chassis. Das ist im Endeffekt der Part, der den Fahrer beim Aufprall beschützt und an dem auch alle anderen Baugruppen angebaut sind. Dann haben wir einmal das Fahrwerk, den Motor hinten im Auto und natürlich kein Auto fährt Elektronik. Das heißt, wir haben auch noch eine Elektronikbaugruppe, die meistens aber versteckt ist, aber ohne die geht auch nichts bei uns. Ich bin der Teilprojektleiter der Aerodynamik dieses Jahr. Das heißt, ich werde die Aerodynamik des nächsten Jahres konstruieren, auslegen und natürlich später auch fertigen. Dabei habe ich jetzt im Endeffekt die Funktion des Teamleiters, das heißt, ich verteile die Aufgaben, ich überwache, wer was macht, ich schaue, dass alles die Sicherheiten entspricht. Und die Aerodynamik besteht im Endeffekt aus einem Frontflügel, einem Unterboden und dem Heckflügel. Aufgebaut wird das im Endeffekt so, dass wir am Anfang konstruieren im CAD, dann simulieren wir in einer Simulationssoftware, wo dann später dann rauskommt, wie viel Downforce wir generieren, wo die Luftströme lang gehen und dementsprechend passen wir dann wieder unser CAD an und gehen so dann iterativ durch den ganzen Prozess, bis eben quasi alles feststehen muss und dann wird eben der letzte, beste Versuch, der wird dann eben im CAD umgesetzt und dann später eben werden dann die Formen zu den Sponsoren gegeben, zum Beispiel jetzt eben von den Flügelprofilen zu SMS. Dann kriegen wir die Flügelprofile, die Kernprofile von SMS wieder zurück und können dann damit unsere Aerodynamik fertigen, damit sie dann später genauso in echt genauso entspricht, wie eben auch in unserem CAD vorgesehen. Also die Aerodynamik ist im Endeffekt dafür da, dass wir quasi mit einer gewissen Masse noch mehr Masse simulieren, die auf das Fahrwerk drückt. Das heißt, durch die Downforce, die im Endeffekt das Auto nach unten drückt, simulieren wir dem Fahrwerk und vor allem den Reifen, dass das Auto schwerer ist. Dadurch haben die Reifen mehr pressen die Reifen mehr auf die Straße, wodurch wir dann wiederum auch mehr Grip haben.
Und deswegen versuchen wir eben möglichst viel Downforce zu generieren, weshalb unser Frontflügel und unser Heckflügel auch so überdimensioniert groß sind. Am effektivsten jedoch ist der Unterboden bei unserem Rennwagen, weil der eine sehr geringe Luftwiderstandsfläche hat, das heißt sehr wenig Drag heißt das, und aber gleichzeitig noch viel Downforce generiert, das heißt die meiste Optimierung geht wirklich bei uns meistens in den Unterboden hinein. Und damit die Aerodynamik auch meistens parallel zum Boden bleibt, damit sie auch den gleichen Wirkungsgrad erhalten kann, ist es wichtig, dass das Fahrwerk dementsprechend eingestellt ist. Und wie das Fahrwerk bei uns aufgebaut ist und aus was das alles besteht, das erklärt euch gleich der Miro. Hi, ich bin Miro, ich bin Fahrwerkssimulator bei den Octanes. Und damit die Aerodynamik richtig funktioniert, müssen wir beim Fahrwerk extrem gute Arbeit leisten, weil hier die Dämpfer, die KW-Dämpfer, die müssen immer richtig funktionieren, die müssen richtig eingestellt werden. Da geht viel Testzeit drauf. Also wir müssen viel Testzeit haben, damit wir eben das Fahrwerk richtig einstellen können. Was Fertigungsverfahren angeht, wir benutzen viele unterschiedliche Fertigungsverfahren. Viel Carbon, viel Aluminium, auch ein bisschen Stahl, aber natürlich aus Gewichtsgründen immer so wenig Stahl wie möglich. Querlenker machen wir das sind Carbonrohre, die werden gekauft und die werden dann geklebt von uns. Wir haben die Radträger in den Rädern, die sind Aluminium 3D gedruckt. Die haben wir jetzt 2 Jahre lang so gemacht. Das ist eben aus dem Grund, weil so haben wir die Möglichkeit, viel komplexere Formen zu realisieren. Wir haben eine Einzelradaufhängung, das heißt, wir haben an jedem Rad jeweils 2 Querlenker, einmal oben, einmal unten und eine Spurstange, auch vorne und hinten. Die hinteren, die sind natürlich fest, die kann man aber auch variabel einstellen, aber nicht wie beim Lenkrad. Die ganzen Querlenker und die Spurstange hinten, die werden ans Monocoque angebunden, so wie auch der Dämpfer hier mit dem Pushrod. Das ist eben daher, weil das Monocoque ist sehr steif und dadurch können wir das Auto sehr genau einstellen. Also das Auto wird nicht flexen während der Fahrt. Das ist sehr wichtig für uns beim Fahrwerk. Der Dämpferaufbau ist so gewählt, das ist eine extreme Gewichtsoptimierung für uns, dass wir den Dämpfer an jedem Rad direkt unten angebunden haben und an der Seite haben. Das heißt, wir müssen nicht über einen Umlenkhebel, der nochmal Gewicht drauf bringt, das Fahrwerk oder die Dämpfer hier oben hinbringen. Wir können das alles direkt hier machen. Das ist auch dann eine Einstellungssache. Bei dem Direct Acting Dämpfersystem ist die Einstellung des Fahrwerks relativ einfach. Genau, ich habe hier ein Modell unserer Radnabe in der Hand. Die ist jetzt 3D gedruckt. Wir drucken viel 3D, um dann zu sehen, ob das funktioniert. Also ob wir überall mit dem Werkzeug hinkommen, drucken wir viel aus Kunststoff. Hier haben wir mal die Radnabe, die ist Aluminium geschmiedet bei einem Sponsor von uns. Da ist auch hier hinten ein Stahlinsert drin. Da sitzt quasi, das jetzt von der Hinterachse, da sitzt dann die Tripode drin, das ist die Antriebsachse. Die Bremsscheibe konstruieren wir auch selbst, die simulieren wir auch komplett. Es ist eine Stahlbremsscheibe, die dann lasergeschnitten wird. Ja, die ist eben sehr komplex, da viele Bohrungen da drin sind in der Bremsscheibe. Also die Felge ist bei uns auch sehr komplex, da sie aus mehreren Teilen besteht. Sie besteht einmal aus der aluminiumgeschmiedeten Radnabe und dann laminieren wir auch noch selbst das Felgenbett. Das heißt, das Felgenbett besteht komplett aus Carbon und das laminieren wir hier selbst an der Form. Der Vorteil dabei ist, dass wir sehr wenig Gewicht haben. Das heißt, normale Felgen sind ja meistens komplett aus Aluminium oder Stahl. In diesem Fall können wir den Teil, der viel Kraft aufnehmen muss, aus Aluminium machen. Und den restlichen Teil, wo der Reifen drauf sitzt, können wir aus Carbon machen, das natürlich sehr leicht ist. Also gegen eine komplette Carbonfelge spricht einmal, dass man den Teil, der hier bei uns aus Aluminium ist, auch aus Carbon machen muss. Das Carbon dort muss sehr gut simuliert sein, das muss perfekt gefertigt sein und die Fertigung ist eben sehr kompliziert. Also wir haben hier eine recht einfache Form und wenn man das komplett aus Carbon macht, braucht man eine sehr komplexe Form, die möglicherweise auch aus mehreren Teilen besteht. Also damit das Fahrwerk perfekt funktioniert, muss das Chassis sehr steif sein, damit das Chassis während der Kurvenfahrt nicht flext oder sich nicht bewegt. Und mehr dazu erzählt euch jetzt David. Mein Name ist David Lindemann und ich mache dieses Jahr das Chassis. Zum Chassis gehört überwiegend das Vollcarbon Monocoque oder wir bauen das in einer CFK-Sandwich-Bauweise. Das ist dann eine Carbon-Außenhülle, wo dann ein Aluminium-Wabenkern
drinnen ist. Und innen haben wir dann nochmal eine Carbon-Hülle. Und dann gehört dazu noch diese Überrollbügel und eine Crash-Struktur unter der Nase. Genau, überwiegend bauen wir das Fahrzeug komplett selber, also das Monocoque. Wir fertigen dafür verschiedene Formen an, eine Positivform aus Holz, auf die dann eine Negativform nochmal aus Carbon gefertigt wird. Und dann wird darin dann das eigentliche Chassis im Autoklaven gefertigt. Genau. Ich habe ein paar Exponate mitgebracht, die können wir uns ja mal anschauen. Das ist so die Crash-Struktur, das ist auch eine Aluminiumwabe. Die befindet sich jetzt bei diesem Fahrzeug unter der Nase. Das sieht man dann ganz gut. Mit dieser Konstruktion müssen wir dann auch Crash-Tests machen. Genau, das schaut dann so aus. Wenn der Crash-Test durchgeführt wurde, fällt die Wabe zusammen und es wird geschaut, dass an der Rückseite keine Schäden entstanden sind und dass kein Material durchgekommen ist, sodass die Füße vom Fahrer immer geschützt sind. Je nach Region am Fahrzeug haben wir verschiedene Materialaufbauten und verschiedene Vorgaben. Zum Beispiel müssen wir an der Seite eine besondere Schersteifigkeit nachweisen können oder auch vorne. In dem vorderen Bereich befindet sich der sogenannte Front Bulkhead, auf dem die Crash-Struktur aufgebracht ist. Dieser wird vom Front Bulkhead Support, von dieser seitlichen und oberen Struktur abgestützt. Diese geht bis zu dem Front Hoop. Hier drin ist noch einmal ein Aluminiumrohr, das dann übergeht zur Side Impact Structure, die den Fahrer vor seitlichen Einschlägen durch andere Fahrzeuge oder andere Dinge schützen muss. Die geht hin bis zum Main Hoop, das ist dieser Überrollbügel, der bei einem Überschlag den Kopf vom Fahrer und generell das Fahrzeug schützt. Und dieser wird abgestützt von einem Bracing, das hier mit dem Bracing Support, Main Hoop Bracing Support quasi befestigt ist. Und im hinteren Teil haben wir dann den Motorraum, wo wir relativ frei von der Laminatauslegung sind. Wir müssen nur eine gewisse Steifigkeit erreichen, damit wir genug Torsionssteifigkeit haben. Um jetzt zum Motor zu kommen, stellt euch jetzt der Frank die genauen Baugruppen im Motor vor und wie wir das in unserem Fahrzeug gelöst haben. Ich bin Frank Wittmann. Ich bin dieses Jahr für den Motor und den Abtriebsstrang bei uns im Auto zuständig. Das betrifft die Baugruppen das Endgetriebe, dann die Airbox, den Ansaugtrakt, das Kühlsystem, die Abgasanlage, die elektronische Kupplung, die Schaltung. Wir machen die Motorsteuerung auch selbst. Also wir applizieren die selbst. Das ist auch mein Fachgebiet. Da sitzen wir viel am Prüfstand und fahren die verschiedenen Motormappings heraus. Der Motor ist ein KTM-Motor aus der SXF 450. Das ist eine Cross-Maschine. Den bauen wir aus und verändern dann mit einem Hubraum-Kit den Hubraum auf 510 Kubik und gewinnen dadurch auch ein bisschen mehr an Verdichtung und können die Vorteile unseres anderen Sprits E85 anstelle von Super besser ausnutzen. Wir sind im Formel-Student-Reglement begrenzt auf 710 Kubikzentimeter. Das Viertaktprinzip und je nachdem, welchen Sprit wir verwenden, haben wir einen Restriktor, der den Querschnitt angibt, durch den die Luft angesaugt wird. Für E85 sind es 19 mm. Wir haben so 49 bis 50 kW. Das sind 63 PS, so ist in die Richtung. Genau, das ist jetzt ziemlich das leistungsstärkste, was wir bisher aus dem KTM-Motor herausgeholt haben. Wir hoffen natürlich da auch dieses Jahr noch ein bisschen was rauszuholen, aber auch die Zuverlässigkeit nicht zu vernachlässigen. Wir dürfen bei Nenndrehzahl maximal 110 dBc laut sein und bei Leerlaufdrehzahl maximal 103 Dezibel. Das wird vor dem Rennen gemessen und wer nicht dieses Scrutineering Disziplin besteht, darf nicht teilnehmen. Unser Grümmel ist additiv gefertigt aus Inconel, das ist eine Nickel-Basis-Superlegierung. Das sind Materialien, die werden sonst in der Formel 1 oder im Flugzeugbau eingesetzt. Und wir hatten die Möglichkeit, mit einem Sponsor für uns eben den additiv zu fertigen, sodass der perfekt auf unseren Motor passt. Wir verwenden das Motorradgetriebe. Wir haben hier zwei verschiedene Möglichkeiten. 4- oder 5-Gang-Getriebe, indem man den Schwestermotor von dem KTM-Motor verwendet, kann man dann das 5-Gang-Getriebe auch fahren.
Das hängt bei uns aber stark von der Endübersetzung ab, die wir wählen wollen. Und wenn wir da mit der Endübersetzung hinkommen, bevorzugen wir es, das Vierganggetriebe zu fahren, einfach um den Fahrer einen Gangwechsel abzunehmen und weil wir dann auch ein Getriebezahnrad uns an Gewicht sparen. Das Fahrzeug fährt zu maximal 110 km/h. Das klingt vielleicht für den Normalverbraucher nicht ganz so beeindruckend, der mit seinem Auto leicht 200 auf der Autobahn fahren kann. Dafür ist die Beschleunigung für dieses Auto ausschlaggebend, weil die ganzen Kurse sehr eng und winkelig sind. Die Beschleunigung von 0 auf 100 sind so um die 4 Sekunden. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen in unseren Rennwagen, in unser Team. Und nächstes Mal sehen wir uns dann in der Fertigung, wo ihr dann sehen könnt, wie so ein schöner Rennwagen überhaupt gefertigt wird.